Es heißt immer, er hätte ein Tabu gebrochen. Es wäre nicht gesprochen worden über Integrationsprobleme. Ganz so einfach kann man sich das nicht machen. Alleine Helmut Schmidt hat über dieses Thema lange gesprochen. Ein paar gesammelte Zitate der letzten Jahre. Herbst 1964 in Köln wird unter großem Jubel der millionste Gastarbeiter begrüßt. Etwa 10 Jahre später, während der Ölkrise 1973, verordnet die Bundesregierung unter Willy Brandt einen Anwerbestopp. Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken. Der damalige Finanzminister und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt hält es in der historischen Rückschau für einen Fehler, dass wir zu Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten. Er glaube, so Schmidt 2005, dass wir uns übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten. Und weiter, 7 Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung. Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löse das demografische Problem nicht, es schaffe nur ein zusätzliches, dickes Problem. Und 2008 warnte der Ex-Kanzler, wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Herr Schmidt, müssen Sie mit diesen Äußerungen befürchten, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, wie Herr Radjara ziehen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Äußerungen vernünftig sind und ich würde sie ähnlich heute wiederholen. Warum ist das Merkmal Religion so wichtig bei der Zuwanderung? Immerhin ist einer der Menschen, von denen Sie gesagt haben, dass Sie sie wahrlich geliebt haben, ein Muslim gewesen, Anwar el-Sadat. Richtig. Die Religion ist nicht alleine ausschlaggebend. Aber zum Beispiel, hier war die Rede von Ostanatolien. Da spielt die Religion schon auf dem Dorf eine ganz große Rolle. Aber nicht nur die Religion, sondern auch die Art und Weise, wie man in der Familie miteinander lebt. Zum Beispiel die überragende Stellung des Vaters gegenüber seinen Kindern. Da werden die Töchter verheiratet gegen ihren Willen. Da muss die Ehefrau das tun, was der Mann will. Das ist eine andere Zivilisation. Übrigens war Sarrazin nicht der Erste, der das Problem gesehen hat. Ich erinnere an den Amerikaner, Samuel Huntington, heute vor etwa 15 Jahren, Mitte der 90er, kam er mit einem Aufsatz in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs, in der er das Wort geprägt hat von der Möglichkeit eines künftigen Clash of Civilizations. Er hat nicht von einem Clash der Gene geredet, sondern der zivilisatorischen Tradition. Völlig richtig. Ja.